Ja, und nochmal ein fruchtiges Willkommen zurück zum diesjährigen Nitrado Minecraft Sommer Event. Bevor wir uns jetzt endlich auf die andere Inselhälfte begeben, gibt's nochmal eine sehr, sehr coole Sache, ne? Musst du mir doch recht geben. Und zwar oben im Trailerpark bzw. auf diesem Campingplatz ist eine Essensausgabe. Und das ist einfach mega cool. Wir wurden nämlich mit im Event verewigt. Hier ist der Super Trooper Hans. Da und da unten stehe ich. Und ich krieg gerade vom Schmalbein ein Melone. Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank. Ich denke mal, Schmalbein hat das Ganze gemacht. Vielen lieben Dank an dich. Danke auch, Schmalbein. Er wird das garantiert sehen. Ja, hat uns auf jeden Fall mega gefreut. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich hier jemals so ein Teil von dem Event sein werde. Ja, das stimmt. So, ja. Ist echt cool, ja. Habe ich auch ein paar Screenshots von gemacht. Werde ich wahrscheinlich auch als Thumbnail für diese Folge machen. Wir sind Teil des Events. So, und jetzt geht's zurück zum Spawn, denn der Hans wartet auf uns. Ich quäle mich schon wieder in so einem blöden Parcours, aber diesen... Ich komme. So, bin da. Ach so. So, wir wollen nämlich auf die andere Insel. Ich würde sagen, wir gehen unten runter, ne? Also, zumindest... Ich glaube, wir können auch nur darüber, oder? Ich weiß es nicht. Zum Segelhafen wollte ich gar nicht. Falsche Richtung. Wieso fährst du jetzt mit der U-Bahn? Wir können doch einfach die Brücke benutzen, oder? Ja, wir müssen auf die Autobahn. Das ist ja fast bescheuerter. Ich wäre jetzt einfach bis zur Arena gefahren und direkt auf die Autobahn raufgelaufen. Ach so, weil es hieß doch, wir sollen probieren zu schwimmen, oder? Ach, stimmt. Deswegen mach wieder Spawn und komm. Ich bin jetzt am. Ich komme jetzt auch nicht mehr hoch. Hinterm Spawn stehe ich am Strand. Da komme ich jetzt auch nicht mehr unter der einen Brücke. Ja, wir sollen ja schwimmen. Stimmt ja. Aber du hast gesagt, da gibt's Riesenschlangen. Ja, aber ich denke, die werden uns. Wir sind zu klein. Die werden uns übersehen. Ist das dein Esel? Ja. Warte, ich steig mal ab. Ach so. Ja, das funktioniert immer noch nicht. Was machst du da? Versuchen, so wenig Geräusche wie möglich zu machen, sonst wird meine Katze wieder hellhörig. Ah, das knistert wie verrückt. Was isst du da? Sieht aus wie eine Art Keks. Sieht das aus. Kekse, ich will auch. Das erinnert mich irgendwie an das eine Weihnachtsevent. Ich glaube, vor 2 Jahren, da lief ich als Krümelmonster rum. War auch ganz lustig. Wo man noch Weihnachtskekse sammeln musste. Ja, genau, da musste man Kekse sammeln, stimmt. Und ich glaub, waren das Kekse und Raketen, oder? Ja, am Ende war noch zusätzlich, genau. Konnte man irgendwie noch Feuerwerk sammeln am letzten Tag oder die letzte Woche oder so. Haben sie noch zusätzlich reingemacht. Irgendwie sowas. Und das war, glaube ich, das erste Event, was ich, glaube ich, aufgenommen hatte. Oh, das sieht ja kaputt aus da drüben. Das war, glaube ich, auch das erste Event, wo ich jemals von dem Minecraft Nitrado-Server gehört habe. Oh, ich bin tot. Oh, dann gehe ich wieder zurück. Nee, dann ist es, dann geht das nicht. Ich habe aber die Quest, ich habe ein Quest-Dings bekommen. Ach so. Oh, ich bin jetzt auch irgendwo. Tatsächlich. Ich weiß nur nicht wo. Ach, du bist das, der in mir steht. Ich wundere mich gerade schon. Ist dir auch so schwindelig? Ja. Ah, da oben bin ich jetzt. So, wir können mal gucken. Oh, wir haben neue Quest bekommen. Schwertmeister, Rüstungsmeister, Schützenmeister, Schutz vor der Energie. So viele. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich erstmal ausrüsten, damit wir überhaupt rüberkommen. Diese Insel ist viel gefährlicher, als ich dachte. Ich muss bewusstlos geworden sein. Gott sei Dank bin ich nicht zu weit abgetrieben. Rüste dich für die Westinsel. Schutz kriegst du bei Professor Lu. Fernkampfwaffe beim Schützenverein. Nahkampfwaffe beim Waffenschmied. Und Rüstung bei der Rüstungsschmiede. Ja, wo der Professor ist, das weiß ich. Aber den ganzen Rest habe ich keinen Plan. Na gut, da stehen die Cordis mit drin in dem... Stimmt. Also es ist alles die Insel. Die Koordinaten sind tatsächlich... Ja, ja. Fangen wir oben an, oder? Ja, es müsste ja klar sein, dass das hier ist, weil wir sollen ja nicht auf die andere Insel. Der Schützenverein? Da, wo du jetzt bist, da irgendwo ist es. Laut Cordis. Und da muss irgendwas sein. Ja, ich habe den ersten Eintrag genommen. Der war... Der Schwertmeister. Ist das ein Museum? Oh, hier ist er sogar. Steht einfach irgendwo in einem Haus drin. Oh, super. Ach, hier gibt es Schwerter zu kaufen, ohne Ende.
Schwertmeister Asura. Der Name sagt mir auf jeden Fall auch was. Oh, das Asura. Ist aber Schwertschmiedin. Das ist ein Mädchen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Krieg ich deine Nummer? Nein. Ich mein, Holz nein. auf Holz. Ja, ich habe jetzt ein Schwert bekommen. Warte. Wo steht der jetzt? Museum? Bist reingegangen? Ah ja, tatsächlich. Ah, jetzt müssen wir trainieren. Holz auf Holz. Ich sollte Asuras Anweisung folgen und an der Holzattrappe trainieren. Schlage die Holzattrappe 10-mal mit dem Holzschwert. Jo. Ja. So, was bekommen wir jetzt? Du bist wirklich talentiert. Ich kann dir gerade nur ein Steinschwert geben. Wenn du mir aber 10 Eisenerz aus der Mine im Norden bringst, schmiede ich dir ein Eisenschwert. Das kann jetzt nicht wahr sein. Stellen wir das schon wieder hin. Hä? Die wollte mir aber ein Schwert... Ach, wir haben ein Steinschwert. Mhm. Und eine Spitzhacke. Ja, meint sie denn die Höhle? Ich glaube, die meint die Höhle. Mhm, ja. Mit Sicherheit die Höhle. Da waren nämlich überall Eisenblöcke und so. Von Stein zu Eisen. Super, jetzt habe ich schon ein Steinschwert. Aber für die linke Insel benötige ich ein besseres Schwert. Am besten bringe ich dir... Ihr so schnell wie möglich die 10 Eisenerz aus der Mine im Norden. Hol 10 Eisenerz aus der Mine im Skigebiet. Ja. Da steht zum Glück nochmal genau beschrieben. Ja, wollen wir jetzt da hoch oder? Ja. In dem Fall machen wir erstmal eins fertig, oder? Sonst müssen wir ständig hin und her reisen. Ich würde sagen. Ja. Gut, hin und her reisen. Ah, warte mal, sind wir hier richtig? Wir sind falsch. Nehmen wir von oben raus. Wir kommen, wenn wir jetzt links gehen, ja. Kommen wir da oben raus. Okay. Wir können auch einfach den Hubschrauber nehmen. Ja. Wir klauen den Hubschrauber. Ja. Ich bin echt gespannt auf die andere Insel. Und am Anfang dachte ich so, wir sind ganz kurz hier auf der Insel, ne, weißt du, dann geht's schon richtig los, dann müssen wir auf eine andere Insel. Mittlerweile bin ich bei 10 Folgen oder so und wir sind immer noch nicht auf einer anderen Insel. Und wir haben mal nachgeguckt und zwar gibt es ja auf der Homepage die Erfolge, die man quasi da angezeigt bekommt, zumindest die komplett abgeschlossenen Questreihen. Und was hatten wir? 10 von 45 11. oder so. 11 von 45 ja. oder so. Also irgendwie 33 fehlten, glaube ich, noch insgesamt oder so. Es wird auf jeden Fall noch lustig. Ja. Alleine, was wir bis zur zweiten Insel alles machen müssen. Gab es dafür gerade Guthaben? Nee, ne? Also hat das wieder mal nicht als komplette Questreihe gezählt, sondern es war nur ein kleiner Teil davon. Nee, es ist nichts im Chat, ja. Nee. Wahrscheinlich, wenn du alle drei oder alle vier Sachen gefunden hast, dann zählt es als abgeschlossene Questreihe und dann bekommen wir Guthaben. Vielleicht kriegen wir ein Teilguthaben oder so für das erste Schwert oder für das erste Ausrüstungsgegenstand. Stimmt, wenn wir das komplett fertig gemacht haben. So. Ach nee, wir müssen hier einmal außen rum, ne? Ich lauf immer bis zum Gipfelkreuz und dann oben einmal. Stimmt, das ist ja einmal schon drüber. Hier. So, darüber. Und dann über den Schneehaufen und dann ist schon der Weg hier. Ja, ich stütze hier gerade irgendwo ab. Das war schlecht. Ich dachte, das war da unten. Ich sehe dich gar nicht. Ich bin schon hinter dir. Oh. Das ist so buggy. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir rein müssen oder ob wir hier die Minenarbeiter mal belästigen. Nee, geht nicht. Eisenblock? Geht auch nicht. Kohle? Auch nicht. Okay. Hier ist das Eisen. Meinst du, wir sollen es abbauen? Aber geht nicht. Da müssen wir nochmal rein. Irgendwo gab es noch ein paar Stapel. Aber denen die Stapel zu klauen? Oh, klappt aber auch nicht. Werden wir nichts dagegen haben. Das klappt auch nicht. Nee, hier ist nichts. Nee. Kisten? Durch. Ja. Hä? Wieso habe ich einen Widderkopf bekommen? Ah, ja. Okay. Ich habe die Funktion des Spieler ausgeschaltet. Des Spieler ausschalten. Guck mal, kannst du den auch per Rechtsklick nehmen und wieder reinsetzen? Ja. Cool. Ja.
Müssen wir dann den Ofen benutzen? Warte mal, haben wir jetzt einen? Tatsächlich, wir haben einen Erz bekommen. Ja, aber ich habe einen und kann den auch wieder reinsetzen. Dann habe ich trotzdem noch einen. Hier ist auch noch einer. Da müssen wir noch einer. Wie viele Eisenbahnen waren es? 10. Ja, aber ich kann den immer mitnehmen und wieder reinsetzen. Mitnehmen und wieder reinsetzen. Aber der Zähler erhöht sich ja nicht. Nee. So, 3, 4, 5, 6. Okay, hab alle. Hast du alle? Mhm. Ich hab erst 7. Ja, ja, kommen noch ein paar. 8. 9. Ich hoffe, das hat gezählt. Und 10, ja. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück, ne? Mal gucken, weil ich stand gerade Questlog aktualisiert. Ja. Hast du was gegen Berge runterlaufen? Nee, gegen unnütze Zeitverschwendung. Das machen wir doch schon die ganze Zeit. Oh. Schon seit Beginn des Events. Nein, das würde ich jetzt so hart nicht sagen. Doch. Ich folge dir jetzt einfach mal blind. Ich hoffe, es stimmt. Wann ist denn die Daily wieder fällig? Ah, noch nicht. Ne, ich denke mal. Weil ich gerade in der Nähe bin. War das nicht das Haus hier? Mhm. Ja. Hallo. Ah, wo war der Eingang? Ah, hier. So, wir haben ein Eisenschwert. Und Streber. Ein Paket für den Schmied. Also erwartet ein Päckchen, das an den Feldflughafen geliefert wurde. Ich bin zwar selbst im Stress, sollte ihr den Gefallen dennoch erweisen und das Päckchen abholen. Ja, jetzt müssen wir zum Feldflughafen, ist ja gleich hier nebenan. Ich wollte gerade sagen, weil der Text nämlich darüber hat auch sowas Ähnliches. Ich würde sagen, du musst lieber, wenn, dann erst die Texte über den NPCs lesen, weil die werden aktualisiert. Die verschwinden ja nach ein paar Sekunden. Ja, den habe ich gerade gar nicht gesehen. Mhm. Da steht aber ungefähr das gleiche drin, was dann im Buch steht. Nur ein bisschen anders beschrieben. Aber wo ist jetzt hier das Päckchen? Ich frage jetzt einfach mal hier rum. Oder hier bei der Warenausgabe. Liegen über Päckchen, nee. Päckchen. Vielleicht bei diesem komischen General Pablo? Oder da, wo der Sunny gearbeitet hatte. Nee, Pablo möchte auch nicht. Nee, hier steht immer noch der Sunny rum. Ah, ich hab's. Hier, das habe ich nämlich vorhin schon mal gesehen, dass hier nämlich Schilder sind mit Lieferungen. Da, wo der Sunny ist. So. Hier, und da ist nämlich ein Ding ohne Knopf. Das ist es nämlich. Okay. War das auch? Müssen wir jetzt lang? Kommen wir hier? Ja, hier lang, ne? Achso, es ist gar nicht. Ja, es ist nicht aktualisiert worden, ja. Da hinten ist es. Kommen wir hier raus? Da ist Sperre, ja. Geradeaus weiter. Ja, da kommen wir durch. Und dann brauchen wir ja nur noch die Straße. Nach hier. Nee, wir müssen abbiegen am Autobahnkreuz, ja, genau. Ist das nicht das? An der Moschee vorbei? An diesem genau, großen Zarending? Da. Genau. Hallo, Päckchen. Ding Dong. Wie heißt der? Hat sie nicht eben noch gesagt, sie kann uns nur ein Eisenschwert schmieden, weil sie nichts anderes hat? Tja, vielleicht wollte sie gucken, ob wir loyal sind. Loyal. Oh. Das war nicht so toll. Oh, nein. Ich wüsste jetzt auch nicht. Oh. Idiot. Meinst du die da an der Kante zwischen Rathaus und dem Dreieckhaus? Mhm. Da wohnt doch der Typ. Aber nicht das Weiße, sondern jetzt rechts abbiegen.
und dann kommt noch mal ein kleines Gebäude. Ah, das ist genau neben dem Albert. Das ist sein Nachbar. Ist das das Albert-Gebäude da? Nee, das daneben. Also das eine ist das Albert-Gebäude. Das da müsste doch Albert sein. Nee, das Albert-Gebäude ist, Ach nee, das ist gar nicht auf Albert. Auf der anderen Seite vom Rathaus. Stimmt, das ist gar nicht Albert. Ja. Aber hier wohnt Finjard. Hm. Hartes Training. Irgendwas will er von uns. Finjard sagt, dass ich für eine Rüstung erst trainieren muss. Und davor wird er mir keine geben. Ich sollte also schnell stärker werden. Erledige alle Aufgaben. Hä? Also ich bin gerade da. Ach verdammt, der hat uns 20 Meter, 10 Meter, Aufgaben gegeben. 5 Meter. Laufe 1 Kilometer. Was? Springe 50 Mal. Schleiche 50 Meter. Oh. Überlebe mit einem Herz. Mit einem Herz? Okay, also 50 Mal springen kann ich jetzt so machen. Dann kann ich nämlich währenddessen in Ruhe meinen Keks essen. Aber wie macht man das Überlebe mit einem Herz? Von irgendwo runterspringen. Und dann muss es gerade so wie in dem letzten Jahr, in dem Spätsommer. Da musste man mit einem halben Herz, oder nee, da musste man aus 20 Metern, glaube ich, überleben. Ja. Das ging mit einem halben Herz gerade so gut. Also ich würde einfach einen Baum probieren und gucken, ob man im Baum einen Block immer höher gehen kann. Ah, egal. Ja, ich hab's. Schmerzresistent. Gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Ertrinken. Nein. Wäre auch eine Möglichkeit, oder? Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn du im letzten Moment wieder auftauchst. Deswegen, weil ich... Wir hätten einfach nur mal uns in dem Haus von dem umschauen müssen. Der hat nämlich in seinem Hinterraum Leitern, die fast nach ganz oben gehen. Und dann gehst du einfach die Leitern ein Stück hoch, springst runter. Gehst wieder hoch, springst runter. Okay. So hab ich's jetzt gerade gemacht. Ich probier's mit der Saufen. Und jetzt? Please hold the line. Ich ertrinke. Bitte warten. Ist ja nur Zero. Ist ja nicht so, als würde das ewig dauern. Ach, ich muss noch weiterlaufen. Ich muss einen Kilometer laufen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Aber wahrscheinlich zählt wieder nicht per Reittier. Ja, ertrinken geht. Super. Hast du? Mhm. Ja. Ja. Dann musst jetzt du noch echt aufpassen, dass du auch wirklich nicht irgendwie im Springbrunnen zu weit... Im Springbrunnen ersaufen. Ja, im Springbrunnen zu, weil du in der Mitte stehst. Sonst schaffst du das nicht mehr raus. Ein Bütuphaus. Man kann ja sogar auf die Autobahn rauf. Die ist ja teilweise heile. Ja, da kann man drauf. Ist nur leider nicht hoch genug gewesen. Es gab ein paar Stellen, die sind leider zu hoch. Irgendwie muss das doch langsam mal hier gereicht haben. Unterschätzt das nicht. Ich laufe doch schon. Lauf, Forrest, lauf. Freund und Feind, okay. Da kommt man, glaube ich, aber diesmal gar nicht rein. Nee, da kommt man nicht rein. Was war das? Wie heißt das? Das Jump'n'Run? Oder heißt das richtig Feind und Freund? Ja, heißt genauso. Das ist ja das alte Jump'n'Run-Gebäude. Parcours via Spawn erreichbar, ja. Steht sogar dran, oder? Mhm. So, Ausdauertraining erledigt. Gut. Jetzt bin ich platt und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich mache eine kleine Pause. Setz mich jetzt hier hin und warte auf den Hans, der wieder mal 3 Jahre braucht. Ich bin ganz in der Nähe, aber... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.